Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin vor einer Minute aus dem Bett rausgestiegen und bin auch schon 20 Minuten wach und habe noch kurz mit Simon und Daniel gesprochen, weil ich relativ hungrig bin. Und wir haben heute Nacht nochmal überlegt, ob ich heute Nacht noch was laden soll, aber haben uns dann dagegen entschieden. Und haben lieber gesagt, wir frühstücken jetzt früh ein bisschen mehr, beziehungsweise was heißt ein bisschen mehr, essen noch eine Kleinigkeit nach, weil ich erst Mittag dran bin, lieber auf die Härte tendieren als auf die Pralität, weil die Pralität, die hat mich zwar weit gebracht, aber meistens nie als Profi weiter als den dritten Platz. Deswegen, ich will diesen Fluch von mir haben, von diesem dritten Platz. Und deswegen mache ich jetzt mein Frühstück. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit dem zweiten Teil und dem Wettkampfteil von unserem England-Vlog. Meinen Bügeltrick gemacht. Und jetzt glätte ich da so vor mich hin und dann werden noch ein bisschen die Füße hochgelegt und Make-up habe ich ja, lasse ich ja machen und das ist wirklich für alle da draußen, alle Mädels richtig. Und was ist da drauf? Erdbeermarmelade. Hui. Wenn, dann Erdbeermarmelade. Sitz hin. Zum Schminken. Mit deinen schönen Schuhen. Und meinen schönen Socken. Wirklich schön. Ich hätte nur eine bessere Jacke dazu auswählen sollen.
sehr gut. Good. Jennifer Zima. No one's in a rush, everyone's just...
calm and patient, just smooching their way through. In fourth place, could we take the medal to number 447, Tyler Clark. In third place, could you take the third place medal to 430, Deborah Baker. Which leaves our two most difficult names of the competition. In second place, could you take the medal to number 432, Alexandra Karagiannis. Meaning our winner is 449, Jennifer Zainer. So ladies, if you could squeeze up together and just take a couple of steps forward. 432 and 449, just step forward either side of the two bros spot. Forward, 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 in line. This is like reversing on the car, isn't it? Reverse, left hand down. And could we have Jennifer Zainhart on her own, please, for the first place shot? Thank you, ladies. Congratulations. Thank you. And Jennifer is going to be immediately back.
yours. You won it. So, you're here. You've just won the entire show. You've just now moved into the ranks of the IFBB Pro League. How do you feel? I worked for this since I was 18. And she's 20 now. I didn't know 20. I'm very, very happy. Is there anybody you'd like to thank? Oh, at first my husband. He's worked. Good move, good move. My best friends, our supporters, and yeah, I don't know. We are from Germany. We had a very hot traveling photo trip after us. So. Is there anything you want to say to the people watching back in Germany, in German? I'm so proud that so many people are watching this right now, and everybody who's watching this right now, I smile for you. Smiling for all of you. She's smiling for all of us. But once again, congratulations. You are now an IFBB professional athlete, Jennifer Zahar. Yeah. One more last shot. I just won the entire show, and I'm trying to comprehend what it's like to be an IFBB pro athlete. Thank you, Shen. Jennifer. Also ich wollte mich nur kurz zu Wort melden, damit ich euch alle auf dem Laufenden halte. Und zwar habe ich mein Ziel erreicht und darf die Pro-Card mit nach Hause nehmen. Das heißt, wir haben unser erstes Ziel erreicht. Und ich wäre nicht ich und wir wären nicht wir, wenn wir nicht schon das nächste im Auge hätten. Wo gehen wir denn jetzt hin? Shopping! Was shoppen wir denn? Schauen wir mal, was wir finden. Kommando zurück. Am Sonntag haben auch in England keine Supermärkte offen. Euphorie war groß. Ich habe gestern schon ein bisschen überlegt, auf was ich Lust habe. Ich wollte unbedingt ein Zimt mitnehmen aus England und vielleicht ein paar coole Sachen, die man daheim auch verwenden kann. Aber nichts war's. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich mit einem Lieferservice vergnügen, weil wir sind ja hier eigentlich in Quarantäne. Aber tanken gehen müssen wir ja trotzdem. Deswegen tankt der Daniel jetzt. Und dann, ja, geht's wieder zurück ins Apartment. Und morgen früh fliegen wir schon ziemlich früh wieder nach Hause. Route wird gestartet. Ziel East Hampstead Route. Oh mein Gott, ich habe einen Kaffee gefunden. Sau, sau geil. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten gefunden in der Tankstelle. Und jetzt werden wir uns dann gleich mal über diese coole Uber-App die Lieferservice anschauen. Aber so geil. Erstmal einen Kaffee. Und was hast du da jetzt so ausgesucht? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich musst du doch aussuchen. Weil du warst auf Diät. Ich nicht. Ja, deswegen bestellen wir ja jetzt was für dich und für mich. Und dann bestelle ich noch was Kleines beim Inder. Weil in England gibt es ganz viele indische Restaurants. Das schaut aber am frischesten aus. Was? Diese Alternative. Nur wegen den Bildern. Bist ja, du ein Bilderopfer? Ja. Wie viele Rezessionen hat er denn? Über 500. 4,1. Vielleicht sind die alle gekauft. Aber das ist so, der hat keine. Was ich da nehmen würde, ich mag keinen Burger. Dann bestelle ich halt bei Subway. Der hat auch keine Chicken Wings. Und was ist Carcoal Grill? Der hat auch Burger und Pizza. Merkst schon, dass es schwierig ist, gell? Aber ich will lieber mit dir irgendwo essen gehen. Ja. Und dann hätte ich mir noch ein Gläschen Wein bestellen können. Ja, das bestelle ich dir so. Na, das will ich nicht so. Das will ich im Restaurant. Ja, ist alles ein bisschen blöd. Aber naja, es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber hier, schaut mal, was wir gefunden haben. Saugeil. Dr. Pepper Zero. Wir haben leider nur nichts mehr.
Weil alles weggesoffen ist. Im Kühlschrank ist noch was. Wirklich? Ja, aber so nur so ein Spuckschluck. Nee, ich glaube nicht. Aber egal. Cola Vanille ist noch ich da. Ich bin auch zufrieden mit meinem, wie heißt das da drüben? Wassergalone. Hier. Madame. Ja. Wollen Sie jetzt auch einen Burger oder nicht? Ich möchte ein paar Chicken Wings schauen. Ja, aber das gibt es doch dann. Wir haben jetzt... wir haben jetzt bei zwei Lieferdiensten bestellt. Und zwar hat einer Daniel rausgesucht. Wir zeigen euch dann auf jeden Fall, was da kommt, wenn es kommt, wenn es ankommt. Und ich habe einen rausgesucht und zwar bin ich auf Indisch hängen geblieben. Liebe Grüße an meine Bianca. Ich denke immer an dich, wenn ich Indisch esse und natürlich auch in England bin. Und zwar soll das angeblich so laufen, dass sie das Essen einfach vor unserer Apartmenttür abstellen. Mal schauen, ob dann jemand anruft und uns nicht findet. Oder ob das funktioniert, weil bezahlt haben wir schon. Hoffentlich kommt dann auch was zu essen. Und genau, der Daniel hat sich ein Burger-Restaurant rausgesucht. Und ich bin immer so ein Fan von knusprigen Sachen. Und mal schauen, ob das noch alles so knusprig ist, wenn es kommt. Also angeblich, schaut mal, steht hier, 7.19 Uhr ist das Essen da. Und jetzt haben wir 9.18 Uhr und das Coole an dieser App, ja, ist so geil, du siehst genau, wo der Fahrer ist, schau. Und hier steht jetzt, sie werden benachrichtigt, wenn das Essen da ist. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Das will ich in Deutschland auch, dann bestelle ich ja nur noch. Warum, das ist doch fast dasselbe, nur dass der halt im Prinzip live, jetzt machen wir hier... Ja, da muss ich nur mal aus dem Fenster schauen, weil ich so aufgeregt bin. Live-Interview. Geschätzte Ankunftszeit. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ob der es unten abstellt oder vor der Apartmenttür. Aber ich habe ja die Apartmenttür angegeben. Schauen wir mal. Haben wir echt ein Guckloch? Jo. Und? Ist schon jemand da? Nein. Das ist ja noch nicht. Kann man mit der Kamera durchs Guckloch filmen? Ja. Kann. Schau mal, ob da jemand kommt. Der müsste jetzt kommen. Der muss erst mal klingeln. Nein, der stellt es doch ab. Unten? Hier stellt. Ja, der kommt unten gar nicht rein. Echt? Oder er stellt es unten ab. Toll. Aber dann kriege ich eine Benachrichtigung. Oder er kommt rein. Irgendwie. Hey, und wo ist unsere Tür? Hier. Aha. Ja. Das ist unsere Tür. Also unser Türöffner. Haha. Hello, I saw you try to contact me. Yeah, I've got your food. Yes, and... Yes, you must go behind the gym and there is the apartment entrance and then you... No, it's behind the gym. You walk around the gym and then there's the entrance of House of Fisher. Thank you. Bye. Sauer, komm, bring uns das Essen. Das ist eigentlich fast nur dein Essen. Mein indisches Essen, der kommt auch gleich. Der bringt uns, wie heißt der uns das bringt? Indisch. Nee, das stimmt, der Name von dem. Soll ich nach unten gehen? Wird schon klingeln. Ja, und jetzt? Einfach aufmachen. Oben. Ja. Ja, wird schon passen. Ich drück nochmal. Soll ich aufmachen oder soll das einfach abstellen? Nein, das ist abstellen. Thank you. Thank you. Bye. Oh mein Gott. Was habe ich heute gemacht? Ja, Mai. Was haben wir da? A foodie bag. Komm, komm, komm.
Komm hin. War das meins? Schau mal, der Balkon. Alle fahren Aufzug. Bitte. Thank you. Der war böse. Ich hab ein bisschen mehr bestellt. Oha. Ein bisschen mehr bestellt als du. Was hast du gemacht? Die haben voll viel dazu gepackt, also das ist ja nur so Zeug und das sind zwei Naanbrote, eins für dich, eins für mich. Dann hatte ich so eine kleine Vorspeise mit Chicken, Lamm und irgendwas, ein bisschen Reis, irgendwas mit irgendwas Cremiges. Ich weiß nicht, warum die so viel gemacht haben. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Mmh, so geil. Das ist so knuspriges Brot mit so Joghurt. Irgendwas mit Zwiebeln, das ist voll mein Ding. Mmh. Und irgendwas Knuspriges. Dazu musste ich jetzt durchtesten. In die indische Welt. Mmh. Ja? Mmh. Ich bestelle lieber noch bei Pizza Hut. Also ich habe hier so eine trockene Schuhsohle bekommen. Und Schatz, was gibt es bei dir noch so? Boah, ich bin mega happy. Ich habe so Pirani-Reis mit Shrimps und Lamm und Hähnchen. Zwiebeln. Und so Ofenfleisch. Hier eine kleine Abmoderation mit einem Schlusswort aus England. Ich weiß nicht, ob wir morgen noch mal irgendwie was auf die Kamera bringen. Vielleicht passiert noch mal irgendwas Besonderes. Aber ansonsten würde ich mich hier mit unserem ersten Vlog-YouTube-Thema verabschieden. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben uns das Ziel gesetzt, beim Pro Qualifier die IFBB Pro League Karte zu gewinnen und das haben wir geschafft. Das nächste Ziel ist natürlich auch schon geplant. Das wird sich dann in den nächsten Wochen noch zeigen und herausstellen. Wir nehmen euch auf jeden Fall bei allem, was in der Zwischenzeit passiert, wie wir jetzt weitermachen, was ändert sich jetzt als Pro League Athlet, auf jeden Fall mit auf dem Laufenden halten und dann kommt schon das zweite Ziel von den drei geplanten Zielen, die wir uns gesteckt haben. Also bleibt auf dem Laufenden, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, hinterlasst einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt oder neugierig seid, dürft ihr natürlich auch einen Kommentar stellen. Ansonsten schaut mal auf unserem Instagram vorbei und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Video. Oh shit.